Heiß, staubig und lebensgefährlich. Irgendwo tief unter Ruanda. Eine Mine, die den wachsenden Weltmarkthunger nach Zinn bedient. It's the end. So there's no natural ventilation. And there's been 20 guys mining here, so the oxygen even is not all that fresh. Und wofür? Dafür. Zinn aus dieser Mine findet sich zum Beispiel im iPhone, dem Handschmeichler von heute. Lieblingsspielzeug, Statussymbol und Gelddruckmaschine für den Hersteller, der noch mehr verdienen möchte. Man sucht den noch billigeren Standort, man sucht die Fabrik, aus der wirklich kein Sterbenswörtchen an die Öffentlichkeit dringt. Deswegen soll das neue Billig-iPhone auch noch billiger hergestellt werden. Man will bis heute nicht sagen, wo das dann genau sein wird. Und es ist vollkommen klar, dass diese Umstände dann in dieser neuen Produktion wahrscheinlich noch mal trauriger sein werden, als es jetzt sowieso schon in China der Fall ist. Dort sprangen zahlreiche Arbeiter in den Tod, weil sie den Job nicht mehr aushielten. Beim Ex-Zulieferer Foxconn. Netze sollten Selbstmorde verhindern. Doch Apple lässt jetzt woanders produzieren. Wie es heißt, unter noch schlechteren Bedingungen. Montage in Reinlufträumen und das unter permanentem Druck. Die Arbeit in den Reinlufträumen ist schweißtreibend, in die Luft geblasener Wasserdampf wäscht Staub heraus. Die Gänge auf die Toilette sind limitiert, die An- und Auskleidungen der Arbeitskluft dauern lange. Unmenschliche Arbeitsbedingungen für ein perfekt gestyltes Kultobjekt. Das Design von Produkten zielt systematisch darauf ab, dass die Produkte geschichtslos sind und herkunftslos sind. Man soll ihnen nicht ansehen, dass sie gemacht sind. Ja? Und dafür steht natürlich Apple Design par excellence. Ja? Also mit dieser unheimlich neutralen, unheimlich gut konzipierten, unheimlich körperaffinen, anschmiegsamen Oberfläche, die die haben. Ja, da kommt ja kein Mensch auf die Idee, dass da chinesische Wanderarbeiter bei Foxconn ihr Leben dafür gelassen haben, dieses Zeugs zu produzieren. Diese fehlende Geschichte erzählt Rasmus Gerlach in seinem Dokumentarfilm Apple Stories. Welche Effekte hat das Milliardengeschäft mit dem iPhone? Wer sind die Menschen hinter dem Produkt? Und was ertragen sie dafür? Übrigens auch in Deutschland, wo die Mitarbeiter der Apple Stores zu Niedriglohnbedingungen arbeiten. Und das unter ständiger Kamerakontrolle. Sie verkaufen, was sie sich oft selbst nicht leisten können. Lifestyle-Produkte, die mehr versprechen als nur Nutzwert. Wie bitte? Was bedeutet dir Ihr iPhone? Sehr viel, ist mein Heiligtum. Ja. Warum ein Heiligtum? Weil man alles damit machen kann. Genau dieser Halsvermutung widerspricht Soziologe Harald Welzer. Er arbeitet übrigens mit Geräten aus der Computersteinzeit. Welzer meint, dass Produkte wie das iPhone unser Konsumverhalten verändert haben. Man ist gewissermaßen nicht mehr autonom genug zu entscheiden, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Ja? Weil bei, besonders bei elektronischen Artikeln, die alle Vierteljahr mit einem neuen Feature kommen, wird dem Konsumenten ja suggeriert, er könne ohne dieses Ding nicht mehr leben. Also, dass das Handy 36 Fotos automatisch schießt, ist natürlich von elementarer Überlebensdienlichkeit. Damit die Branche weiter boomt, wird ausgebeutet, was die Erde hergibt. Das Zinngestein aus Ruanda gilt als ein sogenanntes Konfliktmineral. Ein Rohstoff, um den zukünftig mit Waffen gekämpft wird und dessen Verkauf Kriege finanziert. Also was ich eigentlich am bedrückendsten finde, ist, dass dieses ganze Inferno von, sagen wir es mal pathetisch, Weltzerstörung mittlerweile angerichtet wird für Produkte, die kein Mensch braucht. Vor allem immer wieder neu. Selbstversklavung im Sinne des Konzerns. Der beutet seine Mitarbeiter und am Ende die Verbraucher aus. 900 Euro für ein Produkt, das nach Expertenmeinung 30 in der Herstellung kostet. Ein Vermächtnis des wohl besten Kaufmanns aller Zeiten. Steve Jobs schuf ein bis dahin unbekanntes Bedürfnis, gab dem Gerät Nutzwert, Glamour, eine Art Religion und eine geringe Halbwertszeit. Wenn schon so viel Aufwand in so ein Produkt geflossen ist, macht es überhaupt keinen Sinn, das gewissenlos zu entsorgen, sondern das taugt noch was, also lasst es uns wieder herstellen. Aber das möchte der Elektronikhersteller nicht. Ohne Wegwerfprinzip kein Wachstum. Handydoktoren wie diesen in Hamburg mag Apple nicht. Die Kunden sollen ein neues iPhone kaufen. Oder aber lange warten auf ein Austauschgerät aus China. Apple möchte nicht, dass die Leute an den Geräten schrauben. Das ist also denen irgendwie ein Graus.
Es ist sehr ungewöhnlich, denn jedes große Unternehmen bietet eigentlich eine Reparatur der Geräte an und ermöglicht es auch den Leuten zu reparieren. Apple treibt das Wachstums-, das Wegwerf- und das Verlockungsprinzip auf die Spitze. Mit dem erfolgreichsten Produkt der jüngeren Geschichte und einer wahren Philosophie auf Kosten vieler Menschen. Dass Wachstum nicht ewig und Ressourcen endlich sind, das zeigt dieser Film. Und er regt dazu an, das zu tun, was uns moderne Konzerne gerne abtrainieren würden. Selbst denken.